Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge noch frische Masch mit mir, dem Marc. Ja, nach kurzem kleinen Pause bei mir, die, keine Ahnung, ein bisschen länger gedauert hat als gedacht, habe ich das einfach mal so laufen lassen und das ist jetzt das Ergebnis. Wir sind fertig, oder alles ist fertig. Wir werden dann hier sofort eben den Fan draufsetzen, dass der schon mal weitermacht, weil wenn er nämlich die zwei Bahnen gezogen hat, fängt er von einer Seite an, dann können wir jetzt gleich von der anderen Seite anfangen. Das sollten wir, denke ich, mal eine halbe Stunde wohl runtergebissen kriegen. Wir werden jetzt hier mal kurz die Sojabündchen ins Lager schmeißen, dann müssen wir gleich mit dem Gespann, fahren wir dann direkt mal zum Kompost Global Market, Entschuldigung, und werden da dann eben alles, unser Weizen abholen, was da hinten noch liegt. Da haben wir 49.000 gekauft, mal schauen, vielleicht ist gleich noch ein bisschen was dabei, dann kaufen wir noch mal ein bisschen was. Dann laden wir das ganz kurz ab. Achso, wir müssen erst ganz kurz, zack, Abfahrer entlassen. So, der muss auf jeden Fall gleich zur Reparatur und zur Wartung. Tanken muss er, also der braucht gleich auch einmal die volle Prozedur. Das machen wir dann gleich. So, das läuft auch. So. Dazu mal, ich bin aktuell voll im Heyday-Fieber, das ist nicht mehr normal. Ich bin echt im Heyday-Fieber, das ist echt abartig. Also echt, aktuell zocke ich richtig viel Heyday. Komm mal aktuell gut voran. Ich habe eine ganze Ewigkeit nicht gespielt, dann bin ich jetzt mal wieder angefangen und ja. Natürlich, wenn du immer noch so ein paar kleine Features dabei hast, also dann ist das direkt immer noch mal was anderes. So. Dann stellen wir den erst gleich mal auf den Hof hin, wo der nicht stört. Und dann kümmern wir uns da später drum. Weil wir müssen jetzt erstmal den Fan fertig kriegen. Der Fan muss wahrscheinlich wieder beladen werden. Der ist wahrscheinlich relativ, ja, der ist relativ leer. Das heißt, der muss jetzt gleich wieder geladen werden, beladen werden. Und wenn der beladen ist, eigentlich können wir doch hier den Drescher schön hier reinstellen. Da steht er doch optimal und stört keinen. Das ist doch eh mein Grundstück hier. Zack. Abfahrer entlassen. Das, zack. Zack, und dann werden wir den jetzt mal wieder voll machen. Und dann geht das für den direkt weiter. Oh, hier ist sogar schon was gewachsen. Das ist doch auch nett. Wahrscheinlich nur Unkraut. So, wenn wir mal wieder voll machen, dann geht er auf Feld 15. Dann werden wir noch ein bisschen was hin und her fahren. Und dann ist auch gleich schon fast wieder die 2 vor Roma. 2 Bräune, 2, 4, 5, 6. Genau. Ja, dann haben wir das auch gleich schon. Ach, N wollte ich nicht, B. Ach mein Gott. Da habe ich wieder so riesige Kurven rein. Weil wenn der nämlich gleich seine 2 Runden fertig hat, oder die 2 Runden rumhaut, fängt er von einer Seite an und wir können dann gleich von der anderen Seite unterstützen. Ja. Ach, dann läuft das. Weizen. Weizen. Auf geht's. Wir fahren dann jetzt zum Global Market und holen mal eben unser Weizen ab. Vielleicht gibt es da gleich noch ein bisschen was mehr. Mal schauen, müssen wir mal gucken. Wenn wir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal gucken. So. Ja, wenn wir jetzt ansehen, dann wenn wir das letzte Feld ansehen, dann werde ich wahrscheinlich offscreen wieder düngen und spritzen, weil das kann man ja offscreen eigentlich am besten machen, weil so viel Spannendes ist es für euch nicht, da jage ich wie gesagt einfach nur den Cosplay über die Felder eben. Das ist nichts Spannendes, da mache ich eigentlich gar nichts. Meistens habe ich immer das LS im Hintergrund offen, setze mich in den Schlepper rein, der am nächsten wieder leer ist.
öffne dann OBS und lass OBS dann die LS-Aufnahme streamen oder im Vorschaubildschirm kann ich mir das anzeigen lassen. Und dann kann ich genau ohne mal reinzutappen und rauszutappen einfach gucken, wie weit er ist. Und kann in der Zeit schon mal für euch dann die Videos vorbereiten, Thumbnails machen, YouTube schauen. Alles möglich. Das kann ich ja mal dann mal eigentlich zwischendurch immer. Und wir holen jetzt Weizen ab und gucken mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen was kaufen können. Weil ich würde ja noch 200.000 würde ich ja wohl noch nehmen, wenn ich das geldlich schaffe. Wahrscheinlich nicht, aber 150.000 könnte ich mir wahrscheinlich noch leisten. Weizen ist ja hier sehr, 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 sehr teuer. Na gut, ist auch sinnig. Nicht, dass du jetzt irgendwo hier auf, keine Ahnung, anfängst hier x-beliebig Weizen zu kaufen, nur weil das da drin richtig günstig ist. Und du das dann hier teurer verscherbeln kannst. Das ist ja hier bei uns nicht so. Wir können eigentlich schon mal runterfahren, weil voll wird uns auf jeden Fall. Und wir gucken mal eben. Das wird abgeladen, das wird gut. Wir aktualisieren mal den Rummel und gucken mal, was es so gibt. Oh, Weizen. Der Preis sinkt noch. Perfektes Bild hier. Für Thumbnail. Eher wollte ich machen. Genau, Weizen 140.000 haben wir noch hier. Damit können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Geld verdienen. Da ist auf jeden Fall die Gewinnspanne für uns noch da. Und dann läuft auf jeden Fall die Mehlproduktion noch ein bisschen weiter. Wir haben zwar jetzt so gut 30.000 Euro, würde ich auf jeden Fall noch drauf lassen, weil ich allein für Spulen immer ein bisschen was brauche. Und wir müssten mal gucken. Gucken, wie es mit den Sojaböhnchen aussieht. Eins für. Jetzt sind wir da eh schon durchgebrettert, dann können wir jetzt auch weiterfahren. Na, dann fahren wir jetzt noch ein bisschen das Weizen von A nach B. 43.000 Liter kriegen wir hier rein, dann fahren wir das jetzt schön zum Hof. Tun das in die Mehlproduktion, weil dann läuft die nämlich auch wieder. Und wir haben damit im Endeffekt nachher auch Plus gemacht. Weil wir das Doppelte im Endeffekt nach der Verarbeitung dafür wieder rauskriegen. Wir kaufen es für 800 und verkaufen es für 1,6, 1,7. Von daher kriegen wir da auf jeden Fall das Doppelte bei raus. Vor allem jetzt noch nicht nach der Spule. Geht das ja nochmal viel, viel schneller. Deswegen, hätte ich jetzt mehr Geld auf dem Konto, würde ich alles kaufen, was da ist, aber wir haben jetzt ja eh wieder Weizen angesät, von daher brauche ich jetzt Blinker gemacht, nämlich nicht. Wir säen jetzt, haben das jetzt eh gesät, das heißt für die nächste Runde brauchen wir nichts, aber ich will jetzt was fürs Spulen haben, zumindest so ein bisschen. Ich hoffe auch nur, der Gegenüber hat sein Geld bekommen. Weil das war ja bei uns bisher noch nie ganz so, hat das so gut funktioniert. Ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das an meiner Wendigkeit lag oder so, weiß ich nicht. Boah, das Feld lacht mich jetzt aber auch schon an, immer, Alter. Aber wir wollen jetzt erstmal weiter expandieren, so wie wir das gewollt haben. Dann können wir demnächst mal schön Mais und so. Das wird nächste Woche richtig Hammer hier. Geht voll ab. Was mache ich denn jetzt hier? Geht auch. Laden wir ab. Ein bisschen weit gestreut, würde ich sagen. Geht dann nicht in den Anhänger mehr rein? Den geht 43, 47, ja, da geht mehr rein. Tauschen wir mal mit, oder? Tauschen wir mal eben, würde ich sagen. So, nehmen wir den, da geht mal rein.
Wenn es auch nur 5000 sind oder so. Egal. Weil dann werde ich jetzt wahrscheinlich, ist das, wenn ich jetzt gespult habe, ist wahrscheinlich eh Nacht. Das ist dann auch nicht so cool für den anderen mit Düngen und so. Ich finde es immer schlecht, die Punkte wieder, wo du warst. Was fährt denn hier vorne? Auto, LKW. Mal schauen, ob ich jetzt dann noch streame. Oder später, oder vielleicht mal um sie wieder aufnehmen. Könnte ich auch mal wieder machen, auch schon ewig nicht mehr aufgenommen. Ich muss mir aber erst noch das neue KI-Pack nachher kaufen. Das neue Bus-KI-Pack. Das will ich dann auch direkt auf den Karten, auf der neue, auf der Karte, die ich dann aufnehme. Auch vielleicht aufnehmen, könnte man mal gucken. Vielleicht mache ich das später, weil ich ja erst LS fertig haben möchte. Ich könnte man hier auch nochmal so einen Weg reinzimmern, so einfach so bis da vorne, fertig. Mal schauen. Auf jeden Fall gibt es für mich danach noch das neue das neue KI-Pack von Halicon. Mit den Bussen da drin. Weil das geht dann richtig ab. Das kostet auch irgendwie 12 Euro oder so. Auch schon ein bisschen was an Geld. Aber mal schauen. Muss ich ja nachher erstmal gucken, ob die Karte überhaupt funktioniert, die ich aufnehmen möchte. Letztes Mal hat sie funktioniert. Ob sie jetzt noch funktioniert, weiß ich nicht. Das ist ja dann noch immer so ein Lottospiel. Ob die dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein, Weizen möchte ich nicht abgeben. Sollen wir mal gucken, dass wir jetzt Sojabönchen noch im Blick behalten. Weil das ist ja das, was jetzt uns richtig Geld bringt. Da werde ich auch gleich beim Spulen immer im Blick behalten. Das wird auf gar keinen Fall was verpassen. Muss jetzt ja noch zweimal fahren, denke ich mal. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich will gleich mal ganz gerne mal ganz kurz eben beim Fan reingucken. Wie lange CP braucht. Wie lange er braucht. Mein Gott. Aber ich weiß nicht, ich habe auch die Zeit gar nicht mehr im Kopf. Wird auf jeden Fall auch wieder eine Stunde oder so werden wahrscheinlich. Denke ich mal. Aber können wir gleich mal beim Abladen gucken. Eine Runde hat er fertig, so wie das aussieht. In der zweiten Runde ist er gerade. ...43 Minuten. Natürlich müssen wir zwischendurch nochmal voll machen. Aber das geht ja noch. Immer schneller als wenn man abladen ist. Habe ich es nicht drauf. Zurück.
Ja, nächste Woche, was erwartet euch? Also ab Montag, dann werden wir anfangen Maiswechseln, wir werden ernten. Ich denke mal, da habe ich die Sojabönchen auch schon verkauft. Das heißt, wir werden wieder Klamotten kaufen, den Leli kaufen, die Mähkombi kaufen, das Feld kaufen. Denke ich mal, ich hoffe, dass da so viel Geld bei rumkommt. Dann können wir nämlich auch Gras mähen. Das wird euch dann, denke ich mal, ab übermorgen erwarten. Vor allem Maishäckseln freue ich mich drauf, aber erstmal werden wir, wie gesagt, den Drescher ans Laufen kriegen, weil der hat ja noch am meisten zu ruppen. Und das Häckseln wird dann, denke ich mal, so nebenbei laufen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder weiter auf Folge Nordfriesische Marsch. Bis dann, danke, tschüss.